habe ich eine Frage an einen Profi mal hier. Wie sieht denn das mit Fehlweinen aus? Was kann denn an so einem Wein nicht stimmen, wenn ich ihn habe? Wahrscheinlich relativ viel. Ja. Also, weil ich hab zum Beispiel gelesen, dass im Schnitt jeder 10. bis 20. Korken einen Fehler hat. Ja, das war früher, glaube ich, mal so. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so. Also heute geben die Korkhersteller ja auch gewisse Garantie, dass ihre Korken fehlerfrei sind. Ab einem gewissen Preissegment. Ich glaube, das geht auch. Ich kaufe jetzt ja relativ wenig Korken ein, aber ich glaube, es gibt tatsächlich diese Garantie, wo jetzt auch der Winzer nachher hingehen kann, wenn zum Beispiel, wenn mal eine Flasche korkig ist, so what, ja. Mhm. Aber wenn er jetzt eine ganze Charge hat und plötzlich da reinweise, die Kunden kommen und sagen, hey, der hat aber korkig geschmeckt, dann kann der zum Hersteller gehen, kann die Korken mitnehmen, kann sagen, pass mal auf, hier, der hat Kork und da sind 100 Flaschen betroffen gewesen, also ich will hier Schadensersatz haben. Aber ja, Korken ist... Das heißt, das kann zum Beispiel sein, dass der einen falschen Kleber hat oder irgendein im Prozess des Korkherstellens Fehler hat. Das funktioniert anders, aber zurück. Fehler im Wein, ja, Korken ist einer davon. Korken wird man tatsächlich als einen Fehler bezeichnen. Es gibt auch Krankheiten, also man unterscheidet beim fehlerhaften Wein in Krankheiten und in richtige Fehler. Mhm. Richtige Fehler sind meist technisch bedingt. Ja, das hat dann irgendwas damit zu tun, dass beim Weinpumpen die Pumpe heiß gelaufen ist und dass der Gummi angeschmort ist, dann ist so ein Gummiton drin oder sowas. Ja. Und ein Fehler ist tatsächlich etwas, was praktisch durch eine Mikrobiologie entstanden ist. Also ein falscher biologischer Säureabbau mit falschen Bakterien oder irgendwelche anderen Dinge, essigstichig oder sonst irgendwas. Und diese beiden Sachen muss man ein bisschen getrennt betrachten. Der Korken selber, der hat ja, wenn er den Fehler hat, schon wenn er vom Baum kommt. Das heißt, es gibt einen Schimmelpilz in den Korkeichen, der ist meist an der Oberfläche. Deswegen hat man diese Korkfehler meist auch an der Oberfläche. Also die teureren Korken kommen von weiter hinten, von der Tiefe. Ah, okay. Und da ist ein Molekül drin, das heißt TCA, Trichloranisol. Mhm. Und das wird von diesem Schimmelpilz gemacht. Aber jetzt ist die große Frage, wo kommt dieses Chlor her? Weil der Baum produziert kein Chlor. Und das passiert eigentlich fast nur, wenn die behandelt werden mit irgendwelchen Spritzmitteln, ja, diese Bäume. Dann hat man so chlorhaltige Spritzmittel, weil die haben alle Chlor irgendwie drin. Und dann tut dieser Schimmelpilz das umwandeln in Trichloranisol. Und dann hat man eine verseuchte Korkrinde. Und wenn ich daraus jetzt einen Korken mache, dann habe ich quasi dieses Trichloranisol dann in dem Stoppen drin, und er überträgt das auf den Wein. Wie riecht das? Trichloranisol, also das Schlimmste sind die Korkschmecker, die man nicht riecht, ja, die einfach nur den Wein kaputt machen. Das hat man auf, dann merkt man das, wenn man die Weine kennt, dann weiß man das, dann, hey, der schmeckt komplett anders, was ist mit dem Wein los? Und dann beschnuppert man den Korken und dann merkt man irgendwann, okay, das ist tatsächlich irgendwie ein Korkschmecker. Aber so der klassische, laute Korkschmecker, der riecht irgendwie wie eine feuchte Kellerecke. Ja. Also das ist irgendwie so ein dumpfer, muffiger Geruch. Ja. Das Problem ist, dass es Leute gibt, die tatsächlich anosmisch sind gegen dieses TCA. Anosmisch heißt, man kann genau einen Geruch nicht wahrnehmen. Ja, und das ist relativ häufig bei TCA der Fall. Das heißt, die merken zwar, dass der Wein schmeckt, aber die riechen den Korkschmecker nicht. Ja. Also findet man auch relativ häufig. Aber ich glaube, die Häufigkeit heute liegt bei unter 3%. Das geben sie die Hersteller an. Und gerade die ganz großen Hersteller, die haben praktisch elektronische Nasen. Die dann, wenn die Korken, die laufen dann da durch diese elektronischen Nasen und die können das detektieren und wenn die dann irgendwelche dabei sind, dann werden die rausgeschossen, ja, dann werden die gar nicht mit. Ja. Und deswegen können die quasi auch garantieren, dass einer von 100.000 Korken, also so sagen die das, das ist in der Realität wahrscheinlich nicht so, aber dass dann nur ganz, ganz wenige da irgendwie diese Ausfallerscheinung haben. Ja.